Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Der Friede sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Ja, liebe Schwestern und Brüder im Herrn, ich möchte Sie heute ganz herzlich begrüßen zu dieser ökumenischen Feier an diesem Morgen, die wir und gemeinsam mit Superintendenten Manfred Sauer heute feiern. Und ich möchte dich ganz herzlich hier in unserer Kapelle auch begrüßen, in diesem Gottesdienstraum, der erweitert ist jetzt in diesen Tagen in das Land hinein. Es ist schön, dass wir beide jetzt hier stehen dürfen und können, denn wir sind ja als Christen alle herausgefordert in dieser Zeit, auch alle christlichen Kirchen, alle religiösen Gemeinschaften miteinander den Glauben an Gott, den Glauben an Jesus Christus zu bezeugen, zu feiern und eben dann auch zu leben. Ja, und wir wollen jetzt bezeugen, indem wir hier da sind, dass Gott uns nahe ist in seinem Wort und in seinem Geheimnis, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter euch. Das ist sein Versprechen. Und wir wollen gemeinsam beten in unser Kärnten hinein, in diese Situation, diese schwierige Situation, in der wir uns befinden. Möge Gott uns Gutes tun. Zu Beginn unserer Feier wollen wir Jesus Christus um sein Erbarmen bitten. Er hat uns versprochen, dass er in unserer Mitte ist, wenn wir uns in seinem Namen versammeln. Herr Jesus Christus, du bist das Licht der Welt. Herr, erbarme dich unser. Auch in diesen Tagen nicht allein und leuchtest im Dunkel unserer Sorgen und Ängste. Christus, erbarme dich unser. Unsere Augen, damit wir an dich glauben und dir in unserem Leben folgen. Herr, erbarme dich unser. Sünde und Schuld, der begleite uns auf unserem Weg hin ins ewige Leben. Amen. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, du kennst unsere Schwachheit und unsere Not. Doch je hinfälliger wir sind, umso mächtiger ist deine Hilfe. Gib, dass wir das Geschenk dieser Gnadenzeit freudig und dankbar annehmen und dein Wirken in unserem Leben bezeugen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus.
Amen. Als alttestamentliche Lesung habe ich einen Vers ausgesucht aus dem Propheten Jesaja, aus dem 29. Kapitel, der 16. Vers. Es steht dort geschrieben: Wie kehrt ihr alles um, als ob der Ton dem Töpfer gleich wäre, dass das Werk spräche von seinem Meister: Er hat mich gemacht. Und ein Bildwerk spräche zu seinem Bildner: Er versteht nichts. Soweit die Worte der Heiligen Schrift. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, rund um die Aufregungen, die es auch gegeben hat, der Verleihung des Nobelpreises für Literatur an Peter Handke, wurde immer wieder auch die Frage thematisiert: In welchem Zusammenhang stehen Person und Werk? Kann und muss man beides voneinander trennen? Steht das Werk eines Künstlers, einer Künstlerin völlig für sich? Spricht es für sich? Hat es eine ganz eigene Dynamik in der Wirkungsgeschichte? Oder gibt es eben einen sehr engen und dichten Zusammenhang zwischen dem persönlichen Verhalten der Person und dem, was diese Person Kreatives schafft und macht? Unterschiedlich und kontrovers wurde diese Frage diskutiert. Einige haben behauptet, man muss das trennen, das Werk spricht für sich, unabhängig von der Person, die hinter dem Werk steht. Andere haben gemeint, das lässt sich nicht so einfach trennen. Hier gibt es eine ganz starke und intensive Verbindung. Das Ganze hat sich auch hineingezogen in eine ganz andere Debatte, die uns beschäftigt hat in den letzten Wochen, eigentlich schon Jahren, die Frage der MeToo-Debatte. Und wir alle haben gelesen, dass viele Engagements von ganz renommierten Opernhäusern auf der ganzen Welt das Engagement von Placido Domingo abgesagt haben, weil er selber eingestanden hat, sich falsch gegenüber Frauen verhalten zu haben. Also auch hier eine Verbindung von Person und Werk. Es kann jemand noch so eindrucksvoll und schön singen, wenn er sich in seinem normalen Leben so verhält, dass es Anstoß erregt, dass es Aufsehen erregt, Widerstand provoziert, dann wirkt das auch auf das Werk sich aus. Und damit sind wir ein Stück weit mitten in dem Text vom Propheten Jesaja aus der alttestamentlichen Lesung, die ich ausgesucht habe. Meines Erachtens gibt es diese Verbindung von Person und Werk. Es lässt sich nicht hundertprozentig trennen. Es gibt eine Wechselwirkung zwischen dem, was ein kreativer Mensch schöpft und wirkt, und natürlich auch, was dann dieses Kunstwerk in der Welt beim Betrachter, beim Leser, beim Hörer auslöst und weiterwirkt. Jesaja erinnert uns oder stellt uns eine Situation vor, wo er das sehr kritisch ins Auge nimmt. Wie hängen Schöpfer und Geschöpf zusammen? Und das, was er hier einmahnt, ist eigentlich eine Entwicklung, die er wahrnimmt zu seiner Zeit, dass er sieht und das auch kritisiert, dass Menschen sich von ihrem Schöpfer distanzieren, dass sie die Verbindung eigentlich zu Gott verloren haben. Und Jesaja stellt mit anderen Worten kritisch fest: Dort, wo diese Verbindung zwischen Gott und Mensch abgerissen wird, wo Menschen sich davon distanzieren, ja vielleicht sogar sich selber an die Stelle Gottes setzen, also in einem Machtrausch oder einem Überheblichkeitswahn, in einer Hybris, in einer Selbstübersteigerung sagen: Ich brauche keinen Gott mehr, ich bin hier selber derjenige, der die Dinge in die Hand nimmt und regelt und macht und umsetzt. Zu diesem Augenblick sagt Jesaja: Dann wird es gefährlich, wenn das Geschöpf sich vom Schöpfer distanziert. Das sind mahnende Worte aus einer alten Zeit, die aber, glaube ich, auch ganz aktuell in unsere Zeit hereinklingen. Und diese Frage wird auch jetzt in dieser Krisensituation thematisiert, wo ein Aspekt vielleicht auch dieser Krise ist, dass Menschen wieder zur Besinnung kommen. Ja, vielleicht auch, das wird thematisiert, die Möglichkeit ausloten,
ob eine Umkehr in Verhaltensmustern möglich ist. Ich erlebe das auch oft sehr schmerzvoll, dass ich das Gefühl habe, dass diese Verbindung zwischen Mensch und Gott verloren gegangen ist. Dass Menschen sich in einer arroganten Weise selbst überhöhen und über andere Macht ausüben und diese Welt leiten und dirigieren wollen. Jesaja ermahnt uns, dass wir diese Verbindung nicht verlieren, dass wir uns immer wieder gewiss sind, wir sind Geschöpf Gottes. Er hat uns wunderbar gemacht und er hat uns auch die Fähigkeiten und Begabungen mitgegeben, dass wir unsere Fähigkeiten einsetzen, füreinander da sind, dass wir diese Welt gestalten im Geiste und im Auftrage Gottes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes.
Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit zog Jesus in Galiläa umher, denn er wollte sich nicht in Judäa aufhalten, weil die Juden darauf aus waren, ihn zu töten. Das Laubhüttenfest der Juden war nahe. Als seine Brüder zum Fest hinaufgegangen waren, zog auch er hinauf, jedoch nicht öffentlich, sondern heimlich. Da sagten einige Leute aus Jerusalem: Ist das nicht der, den sie töten wollen? Und doch redet er in aller Öffentlichkeit und man lässt ihn gewähren. Sollte der Hohe Rat wirklich erkannt haben, dass er der Messias ist? Aber von dem hier wissen wir, woher er stammt. Wenn jedoch der Messias kommt, weiß niemand, woher er stammt. Während Jesus im Tempel lehrte, rief er: Ihr kennt mich, ihr wisst, woher ich bin. Aber ich bin nicht in meinem eigenen Namen gekommen, sondern er, der mich gesandt hat, bürgt für die Wahrheit. Ihr kennt ihn nur nicht. Ich kenne ihn, weil ich von ihm komme und weil er mich gesandt hat. Da wollten sie ihn festnehmen, aber keiner wagte, ihn anzufassen, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Es ist die frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Los sei dir, Christus. Lieber Superintendent, liebe Schwestern und Brüder, im heutigen Evangelium werden uns Leute präsentiert, die alles, was mit Religion und mit Glauben zu tun haben, ganz genau zu kennen und zu wissen scheinen. Sie wissen ganz genau, wie es sich mit dem richtigen Messias verhält. Und deshalb wissen sie auch ganz genau, dass Jesus nicht der Messias sein kann. So kann man sich täuschen. Sie aber bleiben unerschütterlich in den Spuren ihrer religiösen Erziehung. Allerdings, Jesus können sie nicht wirklich verstehen. Und am Ende haben wir gehört, da werden sie sogar aggressiv dem Menschen gegenüber, der ihnen von Gott erzählt und erzählen will, weil es einfach nicht in ihr Schema passt. Auch derzeit, liebe Schwestern und Brüder, gibt es nicht wenige Christen, die die traditionellen Feiern einfordern und die nur sehr schwer damit umgehen können, dass jetzt manches verboten ist und dass auch beim Feiern von Ostern wir Solidarität üben müssen. Wir werden heuer alle zu Ostern irritiert sein von der Form, wie wir das höchste Fest im Kirchenjahr begehen. Ich werde in der großen Domkirche in Klagenfurt mit einer Handvoll Menschen, nur 5 dürfen es sein, den Palmsonntag und die 3 österlichen Tage feiern. Sie werden vielleicht allein zu Hause bleiben und auf dieselbe Weise, wie sie es heute tun, mitfeiern. Ohne Osterbeichte und Kommunion. Aber, und das hoffe ich und das wünsche ich Ihnen so sehr, mit einer tiefen Erfahrung des auferstandenen Herrn, mit Jesus im Herzen und voll Freude darüber, dass Sie mit ihm verbunden leben. Vielleicht werden Sie aber auch mit Ihrer Familie zusammensitzen und nach den Anleitungen, die Sie in einer Sonderausgabe des Sonntag entnehmen werden, beim gemeinsamen Bibelgespräch mit Beten und Singen, durch das Teilen ihrer Glaubenserfahrungen, ganz neue Erfahrungen machen in ihren Beziehungen untereinander und mit Gott. Vielleicht werden Familienmitglieder, die nicht mit ihnen in die Kirche gegangen wären, Ostern so tief von Glaube und Religion geprägt erleben, wie schon lange nicht mehr. Und das gilt gleichermaßen für katholische und evangelische Christen.
Ich stelle dem Herrn und mir selber immer wieder die Frage, ja, wo kann heute Kirche wachsen? Und warum kann sie gerade dort wachsen? Und die Antwort, die mir kommt, ist eigentlich immer, sie wächst letztlich nicht durch große Aktionen, sondern durch Menschen, denen Jesus selbst irgendwann in ihrem Leben wichtig geworden ist. Sie wächst durch Menschen, die überzeugend und von Herzen anderen sagen können, wer dieser Christus ist und wie er ist, wie sie ihn erleben. Und sie wächst eben durch Menschen, die anderen dann so einen Weg auch aufschließen können, in ein tieferes Gebet hinein, in ein neues Innenleben, das sie wirklich mit Freude und mit Leben erfüllt. Ja, liebe Schwestern und Brüder, ich werde heuer viel darum beten und ich habe mehr Zeit als sonst dafür, gerade dafür, dass Ostern unter diesen sehr irritierenden Rahmenbedingungen vielen Menschen den Weg in unsere Kirchen, in unsere Gemeinschaften der Glaubenden weist oder in ihnen zumindest die Sehnsucht weckt, den auferstandenen Jesus Christus neu zu entdecken. Gott hat zu uns gesprochen in den Heiligen Schriften. Im feierlichen Lobpreis geben wir ihm Antwort. Wir vereinen uns mit allen auf Erden, die an ihn glauben und zu ihm beten. Dir sei Preis und Dank und Ehre. Dir sei Preis und Dank und Ehre. Menschenfreundlicher Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus, so sehr hast du die Welt geliebt, dass du deinen einzigen Sohn gabst, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Dir sei Preis und Dank und Ehre. Dir sei Preis und Dank und Ehre. Wir preisen dich, Vater, für Jesu Leben in Nazareth, für die Offenbarung deines Sohnes am Jordan, für seinen Sieg über den Versucher in der Wüste. Dir sei Preis und Dank und Ehre. Dir sei Preis und Dank und Ehre. Wir preisen dich, Vater, für das Abendmahl deines Sohnes, für sein Leiden und Sterben, für seine Grabesruhe und für seine Auferstehung. Dir sei Preis und Dank und Ehre. Dir sei Preis und Dank und Ehre. Wir preisen dich, Vater, dass dein Sohn uns nicht allein lässt, dass er heute unter uns gegenwärtig ist, dass er auch in dieser unsichtbaren Zeit bei uns bleibt. Dir sei Preis und Dank und Ehre. Dir sei Preis und Dank und Ehre. Wir preisen dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde. In Dankbarkeit, in Ehrfurcht und in Liebe, durch deinen Sohn im Heiligen Geist. Amen. Amen. Wir wollen nun beten für uns und für alle Menschen.
uns nun mit den Fürbitten an unseren Herrn und Gott. Für die alten Menschen, die sich fürchten zu erkranken, und die Alleinstehenden, die unter ihrer Einsamkeit leiden. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Bediensteten im Lebensmittelhandel, die Ärzte, das Pflegepersonal und alle, denen in diesen Tagen viel abverlangt wird. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Menschen, die sich fürchten, ihre Arbeit zu verlieren, und die Unternehmer, die nicht mehr wissen, wie es mit ihren Betrieben weitergeht. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Familien, in denen Streit herrscht und die in diesen Tagen auf engem Raum miteinander auskommen müssen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Menschen, die regelmäßig am Leben der Kirche teilgenommen haben und denen nun die Gemeinschaft der Glaubenden fehlt. Wir bitten dich, erhöre uns. All diese Bitten verbinden wir nun mit dem Gebet, das der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lieber Herr Bischof, lieber Josef, liebe Mitfeiernden, ich bedanke mich ganz herzlich für diese Möglichkeit, dass wir gemeinsam heute hier diesen Gottesdienst in der Bischofskapelle gefeiert haben. Ich glaube, es ist ein wichtiges Zeichen, auch nach außen hin, dass wir auch in diesen schweren Zeiten zusammenstehen, zusammenhalten und gemeinsam auf Gottes Fürsorge und auf seinen Segen vertrauen. Vielen Dank. Ja, und wir möchten das in Zukunft, solange wir noch hier diese Gottesdienste feiern, jeden Freitag so machen, dass es einen ökumenischen Gottesdienst geben wird. Und jetzt bitten wir um Gottes Segen für uns und alle, für die wir heute gebetet haben. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Und der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab und bleibe bei euch alle Zeit. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.